Das Land Tirol macht das vor. Dort gilt seit diesem Sommer am Wochenende ein allgemeines Fahrverbot für Ortsfremde auf dem niederrheinischen Straßennetz rund um Innsbruck. So will man vermeiden, dass Mautflüchtlinge am Wochenende die Straßen blockieren. Argumentiert wird also mit der Verkehrs- und mit der Versorgungssicherheit in diesen Gemeinden. In Deutschland wiederum überlegt man, dagegen klagen zu wollen. Wir fragten nach, wie man in Vorarlberg diese Situation sieht. Vom Gemeindeverband erklärt man auf Voll-AT-Rückfrage, dass man das Problem der Mautflüchtlinge natürlich kenne, aber es bei weitem nicht so schlimm sei wie eben bei den Kollegen in Tirol. Man habe daher Verständnis für die Lösung, aber keinen Grund, es bei uns nachzumachen. Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdeser wiederum als zuständiger Verkehrslandesrat erklärt, er wolle sich jetzt nun zuerst ansehen, wie die Kollegen in Deutschland das kontrollieren wollen. Schließlich könne bei Stau einfach jeder der Polizeikontrolle sagen, dass er aufgrund des Staus eben nun einkehren wolle und einen Kaffee trinken und dort eben warten, bis sich der Stau auflöse. Wenn man dagegen etwas sagen wolle, möchte man erst noch sehen. Eine andere Idee kommt derweil aus Bregenz, wo ich mich gerade befinde. Vizebürgermeisterin und Verkehrsverantwortliche Sandra Schorschler sagt, am liebsten wäre ihr eigentlich, wenn die ganzen Navigeräte aufhören würden, niederrangige Straßenverkehrs als Ausweichlösung zu präsentieren. Hier müsste man halt mit den Anbietern sprechen. Wenn hier natürlich dann wieder die Beschwerden kommen, dass man das kopieren wolle, wäre aber auch nur wirklich allen geholfen, statt jemandem geschadet.